VDSL 2 bedeutet Very High Speed Digital Subscriber Line und ist eine Übertragungstechnik für Breitbandinternet sowie Triple Play im Telefonnetz. VDSL 2 ist in Deutschland auch oft unter VDSL bekannt, da VDSL 1 hier nicht verbreitet ist. Das VDSL 2 bietet Triple Play-Dienste an. Darunter versteht man die Zusammenführung von klassischen Telefondiensten in Form von Analog, ISDN bzw. IP-Telefonie, breitbandigem Internet sowie IPTV. Mit VDSL 2 lassen sich bestimmte Datenverbindungen, nämlich IPTV-Daten, priorisieren. Die Übertragungsgeschwindigkeit von VDSL 2 überschreitet die von ADSL, ADSL 2 und ADSL 2 Plus erheblich. Sie wird jedoch nur über kurze Distanzen und in einem Hybridnetz erreicht. Erst durch eine Kombination aus Glasfaser und Kupferkabel wird die angestrebte Geschwindigkeit von 50 bis 100 Megabit pro Sekunde erreicht. Ein besonderes Merkmal von VDSL 2 ist die Abwärtskompatibilität zu ADSL, ADSL 2 und ADSL 2 Plus sowie der Fallback-Modus nach diesen Übertragungstechniken. Fassen wir zusammen. VDSL 2 ist eine Übertragungstechnik im Telefonnetz. Es ist der direkte Nachfolger von ADSL 2 Plus. Die Grenzfrequenz beträgt 30 MHz. So kann pro Up- und Downstream eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Megabits erreicht werden. Mit den Triple Play-Diensten werden die drei Dienste der audiovisuellen Unterhaltung, nämlich Fernsehen, Telefonie und Internet, zusammengeführt.